Herzlich willkommen beim Deutschen Energievertrieb. Danke für Ihren Rückruf. Guten Tag, oder was zum Apparat von der Energy Sparks? Wie kann ich Ihnen bitte weiterhelfen? Ja, guten Tag, sie hat ihn vorhin hier angerufen. Aha, wie lautet Ihre Telefonnummer bitte? Ja, das ist die 04841. Ja? 694. 3494. Ja? 3494. 92 am Ende. Aha, 92. Ja. Okay, der Herr Dimitri Schukow. Ja, das ist mein Kumpel. Müssen Sie mit denen reden? Ja, also wir wollten den Herrn Dimitri sprechen. Ja, einen Moment bitte. Muss ich mal bei Badewanne holen. Moment, danke. Bitte. Danke. Was, Mann? Ja, kannst du mal bei Telefon kommen? Sitze bei Badewanne, Arschloch. Ja, warte, ich werde dir Telefon geben. Ja, Schukow, hallo. Guten Tag, Herr Schukow, oder was zum Apparat von der Firma Deutscher Energievertrieb. Ich grüße Sie herzlich. Hallo. Es geht einmal um das Thema Einsparung im Bereich Strom und Gas, Herr Schukow. Wer kümmert sich bei Ihnen zu Hause um die Sachen? Wer kümmert sich worum bitte? Ich habe nicht verstanden. Um den Stromvertrag, Herr Schukow. Die Stadtwerke kümmern sich Stadtwerke. Um Strom. Sie sind ja bei Stadtwerke, ja? Da, und wie da. Viel bezahlen Sie jetzt da monatlich? Lass mich kurz überlegen, weil ich sitze gerade bei Badewannen, ein bisschen spontan. Oh. Warte mal. Strom ist das mit der Elektrik. 60 Euro. 60 Euro und Sie haben nur Strom, kein Gas? Richtig. Okay, 60 Euro. Ja. Das müsste dann circa ein Verbrauch sein um die 2000 Kilowattstunden. Wie viele Personen sind im Haushalt? Wir sind vier. Vier, okay. Und passt das so? Okay, und passt das so mit der Zahlung 60 Euro oder bekommen Sie Geld zurück? Also wir haben jetzt bei einem Monat oder so, da haben wir einen Brief bekommen. Ja. 60 Euro, wir mussten nachschicken. Mhm. Okay. Weil viel Heizung, viel Party, viel Elektrik, viel Kochen. Ah, viel Party. Viel Party. Mögen Sie gute Party super machen. Super. Das heißt also, Sie haben also im letzten Jahr 780 Euro zu bezahlen. Ja, und mindestens genauso viel versorfen. Oh. Da. Dann war da wirklich viel Party bei Ihnen. Ja, das Drogen, das Drogen. Ja. Okay, wir von der Deutschen Energievertrieb, Herr Schukow selber, sind kein Anbieter. Wir sind Berater, arbeiten okay mit sehr vielen Anbietern zusammen und schauen, wer der günstigste in Ihrer Postleitzahl ist. Ja, und welche ich ist das? Ich habe jetzt einen Verbrauch von 2000 Kilowattstunden angegeben. Da. Das Niedrigste, was bei mir hier rauskommt, wäre 53 Euro und 57 Cent. Also knappe 7 oder 6 Euro weniger als das, was Sie jetzt bezahlen. Jeden und Sie Monat? Bekommen noch, ja, jeden Monat 53 Euro. Geil. Also 7 Euro weniger. Das ist auf ein Jahr. Babuschka, das ist jeden Monat ein Flasche Wodka mehr. Super. Und was, wissen Sie, was da noch kommt? Es kommt noch ein Wechselbonus von 25 Euro dazu. Das heißt, eine Ersparnis über 100 Euro im Jahr. Warte mal, 25. Lass mich ja mal, das ist eine sehr geile Party, wenn man das bei Jahr zusammenrechnet. Genau, also sind das Sie, heißt drei, sind Sie drei schon Flaschen. Mal bei, Blair, sind Sie schon mal bei Sylt gewesen? Nein. Müssen Sie mal machen, wir haben ein geiles Strandhaus für Party. Da okay können Sie kommen. Wissen Sie was, Herr Schukow, ich verbinde Sie mit meiner Kollegin, die wird Ihnen das noch einmal erklären. Ja, aber Sie können doch. Hallo? Hallo? Guten Tag, Herr Dimitri Schukow. Ja. Frau Mela ist es. Also Sie sind bei der Energieversorgung Sülting. Richtig. Warum wollte die Kollegin nicht mehr mit mir sprechen? Ich bin schwer beleidigt. Was ist dann passiert? Sie halten sie mit mir verbunden. Ja, aber vielleicht warum? Vielleicht aus dem Grund. Wir haben nicht gesprochen. Nee. Wissen Sie wieso? Vielleicht, weil die Kollegin, die Frau Dobaschisch, die ist schwanger. Vielleicht ging es ihr schlecht, weil das passiert manchmal. Oh, können Sie dann bitte schnell Telefon weglegen und gucken? Nichts das, was passiert. Das will ich nicht erleben. Nee, sie ist schon raus. Ich sag mal jetzt der anderen, schau mal, wo Frau Dobaschisch ist. Sie ist ja schwanger. Oh mein Gott.
Das ist ja, Sie geben mir Herzinfarkt bei Nachmittag. Nein, um Gottes Willen, ja so schlimm nun wieder ist es auch nicht. Ist doch normal, wenn man schwanger ist. Ja, aber warum müssen die dann arbeiten, den armen Frau? Aber sie ist doch nicht jetzt im 8.9., sie ist ja erst so im 2. oder 3., das ist keine schwere Arbeit ich hier dachte, bei uns. Ich dachte, hier sitzt hochschwanger Frau, ganze Tag Kundekontakt. Nein. Das wäre nein, nicht, das ist, dann Herr hätte Schucker, ich Polizei rufen. Nein, um Gottes Willen, gut. Das ist ja erst der Anfang der Schwangerschaft und hier geht es immer schlecht. So, wissen, ich weiß nicht, sind Sie verheiratet? Ja, ich habe 2 Kinder, deswegen ist es ja, sehr wichtig, dass Sie man doch immer aufpasst. Nee, um Gottes Willen, glauben Sie mir, wir passen. Oh, jetzt brauche ich erstmal einen Wodka, das war zu viel für mein Herz. möchten Sie auch trinken? Ja, gerne. Ja, kommen, möchten Sie nach Sylt bei meinem Strandhaus kommen, da können wir Party machen. Das war, Sie haben ein Strandhaus. Wir haben ein Strandhaus, ja. Ich war noch nie in Sylt. Auf Sylt, bitte. Sonst Sie hören ja sich an wie Touristen. Wann haben Sie Urlaub? Sie können ja mal Party machen. Das ist viel ich besser. Weiß nicht, ich, weil ja, ich habe gute Connection, da kriegst du Hotelzimmer. Wo, sonst heißt überall ausverkauft, dann ruft Dimitri an, 10 Zimmer. Ja, dann muss ich Sie dann vielleicht so einen Monat oder 2 davor anrufen, um das zu vereinbaren. Ja, das ist besser. Du kannst auch einen Tag vorher machen, dann muss ein altes Ehepaar bei Zimmer rausgehen. Nee, das ist doch schlimm. Nee, nein, das war doch nur Spaß. Ja, das würden Spaß. Sie nicht machen, das nein. Weiß ich. Ja. Woher wissen Sie? Vielleicht bin ich ja Mafia. Nee, Sie hören sich als ganz nett an. Sie würden das nicht machen. Was denken Sie denn, was mache ich, Beruf? Vom Beruf her? Keine Ahnung, wirklich, fällt mir jetzt nicht ein. Sie können ich bin ja Doktor. Doktor? Oh, welche Doktor? Das, ich weiß nicht wirklich, es fällt mir nichts jetzt ein. Was sind Sie denn vom Beruf her? Ja, wir werden noch ein bisschen reden und Sie müssen sehr gut zuhören und dann können Sie Deutung machen. Ja. Wunderbar. Und jetzt hatten wir Strom, wollen Sie geben? Ja, ich sehe, die Frau Dobaschitsch hat das eingefügt, 2000 Kilowattstunden. Und was zahlen Sie denn jetzt bei der Energieversorgung? 60 Euro. Oder 60 Euro monatlich. Ja, so für, ungefähr. Mh. Ich weiß und nicht. Und für wie viele Personen? Wir sind 4. Mhm, okay. So, sie hat hier 2000 eingestuft Kilowattstunden. Sie würden jetzt Herr Schuko bei Innogy, das ist die ehemalige RWE, wenn Ihnen Innogy nicht bekannt klingt. Gibt es RWE nicht mehr? Nee, RWE hat nur den Namen geändert, die heißen jetzt Innogy. Jetzt weiß ich, warum meine Mutter mich nicht mehr anruft. Die ist bei RWE, dann hat die jetzt keinen Strom mehr. Nein, um Gottes Willen, die hat doch Strom. Ja, wenn es die nicht mehr gibt, dann hat mein Mamusch gar kein Telefon mehr, kann mich nicht anrufen. Und ich mache mir Sorgen. Nee. Glauben Sie mir, das hat nichts damit zu tun. RWE hat den Namen letztes Jahr September geändert. Ja, weil es hat vor ein paar Tagen, da war ich nicht zu Hause, nur der kleine Inder. Und da hat einer angerufen, der sagt, es ist RWE, will Stromvertrag machen. Da war ich nicht zu Hause, dann war das Betrüger bestimmt. Oh, nee, das hat nichts damit zu tun. Die haben den Namen, also ich weiß nicht, aus welchem Grund geändert, aber komisch. Das hat nicht damit zu tun. Nee, keine Sorgen. Und auf jeden Fall wollte ich Ihnen sagen, dass Sie jetzt bei der RWE 47,56 € bezahlen würden. Aber es gibt die RWE doch gar nicht mehr. Sie machen meinen Kopf ganz kaputt. Nein, aber wenn Sie sagen RWE oder Innogy, das ist dasselbe. Können wir nicht Kombination aus beiden Namen machen? Können Sie sich was ausdenken? Ja, wenn es Innove, Ihnen RWE Innogy. Ja, wenn es Ihnen so lieber und leichter ist, von mir aus nennen Sie die, wie Sie wollen. Auf jeden Fall würden Sie bei den 47,56 € bezahlen. 47,56 €, sehr gut. Ja, das hört sich gut an, nicht? Ja, klar. Warum? Genau. Muss man Geld nicht wegschmeißen. Kann man selber nehmen. Genau. Richtig. Und Sie bekommen auf diesen Preis eine Preisgarantie von 12 Monaten. 12? So lange ist auch die Vertragslaufzeit. Können wir 13 machen? Das ist meine Glückszahl. Dann verlängern wir einfach den Vertrag und dann bekommen Sie Ihre 13 und dann noch 11 dazu. Ja, das ist dann ja aber nicht mehr 13. Ja. Machst du dich über mich lustig? Respektierst du nicht meine Glückszahl?
Doch, ich respektiere. Wieso sollte ich das nicht respektieren? Meine Glückszahl ist 17. Ja, warum 17? Was hat das für eine Bedeutung? Weil da habe ich am 17. geheiratet. Am 17.11. Bin ich geboren. Alles ist bei mir am 17. und alles war schön am 17. Das ist doch super. Haben Sie auch kleine Familie? Sehr schön. Nee, ich habe noch keine Kinder. Oh, blöd. Sie können ja schon mal gucken, wie ist es bei den Kolleginnen, ob sie dann überhaupt noch haben wollen. Ja, nee, wieso sollte ich das nicht haben? Der Kinder, das ist schön. Man sollte für Kinder leben. Dann hat man einen Sinn. Mögen Sie Inder? Was möge ich? Inder? Mag ich? Ja, wieso sollte ich die nicht mögen? Ich weiß ja nicht. Nicht jeder mag Inder. Ja, aber das ist für mich Schwachsinn. Wieso soll man kleine Kinder nicht mögen? Das welche? Ist doch meine Meinung, Herr Schukow, ist es ja Sinn meines Lebens, dass ich heute oder morgen ein Kind habe. Haben Sie schon gute Erfahrungen mit Inder gemacht? Ja, weil mein Bruder hat Kinder und ich mag die. Möchten Sie mit einem Inder reden? Komm ja, mal gerne. Komm mal her da. Ja, hallo, wer ist da? Ja, hallo. Ja, jetzt, was möchten Sie bitte? Wie alt ist denn das Kind? Welches Kind? Hallo? Ja, das, was Sie sagen, mit welchem Kind ich sprechen soll. Kinder, Herr Schucher. Inder, der hat gesagt, Sie wollen mit einem Inder reden. Mit wem? Mit einem Inder, Indien. Ach so, ich hab sie verstanden, wollen Sie mit dem Kind reden, um Gottes Willen. Jetzt hat Dimitri mir das Telefon gegeben. Wollen Sie gar nicht mit mir reden? Nein, nein, geben Sie mir den Herrn davor. Mögen Sie keine Inder? Doch, ich mag sie. Wieso soll ich sie nicht mögen? Ja, weiß nicht. Ich mag alle Menschen. Ja, das ist sehr gut. Ja, können Sie sich natürlich. Dann bitte bei mir Entschuldigung machen? Ja, entschuldigen Sie bitte. Ja, soll ich Dimitri wieder geben? Ja, wäre nett von Ihnen. Was gibst du denn, Scheißdreck? Du wolltest mit einem Kind reden, nicht mit den Indern, du Arschloch. Jetzt kannst du mein Herz kaputt machen. Dann nimm den Scheißdreck Telefon wieder. Hat die Schnauze, man die Küche sauber machen, Blair. Alter, der versteht keinen Spaß, Mann. Das ist so schade mit denen. Was Hallo? Kann man machen, ja? Ja, mögen Sie jetzt immer noch Inder? Herr Schucker. Ja. Machen wir das fertig mit dem Stromvertrag. Was, Sie wollen den Inder fertig machen? War der so böse zu Ihnen? Nein, um Gottes Willen, ich hab gesagt, dass wir Ihren... Rakesh, die will dich fertig machen. Komm her, Blöd. Soll ich Termin machen? Können Sie Boxkampf machen? Nee. Oder wollen Ohne Sie, Spaß jetzt. Oder wollen Ohne Sie mit Zunge kämpfen? Ohne Spaß jetzt, also den Stromvertrag, was den angeht. Ja, willst du eine Flasche Wodka kaufen? Kann ich dir schicken. Nein, danke. Blöd. Magst du Schweizer oder nur Inder? Herr Schukow, ich arbeite hier. Ich kann jetzt nicht hier mit Ihnen sprechen, was ich mag oder was ich nicht mag. Ja, ich bin auf meinen... Ich bin doch auf meinen. Sie müssen doch Verständnis haben, dass ich auf meinem Arbeitsplatz bin. Ja, aber Sie müssen doch ein bisschen der Kundenservice machen. Ich kann mit Ihnen über Strom sprechen und Gas, falls Sie Gas haben. Ja, warte, dann werde ich meine Frage anders formulieren. Bei welcher Party möchten Sie guten Strom haben? Herr Schukow, ich glaube, wir kommen nicht miteinander ins Geschäft. Ich sag mal erstmal zu Ihnen Danke. Ich will aber Deal mit dir machen. Du bist eine hübsche Babuschka. Hallo. Ich verbinde Sie mit Ihrer Frau Odobasic nochmal. Oh, geil. Sehr gut. Ja, warten Sie bitte. Da. Спасибо. Hallo? Sie ist schon wieder bei Ohnmacht fallen. Hallo? Sollen wir Krankenwagen rufen? Hallo? Mademoiselle? Ist alles in Ordnung? Glaube.
Rakesh, hol mal den Telefon. Die Frau nicht gut. Wir müssen Krankenwagen rufen. Ich glaube, den ist bei Ohnmacht gefallen. Der hat den Kollegen eben schon gesagt, dass sie den Schwanger hat Schmerzen. Nimm mal den Herr Schukow. Ja, Herr hallo. Schukow. Sie kommt gleich. Ah, oh, ich dachte schon, ist wieder in Ohnmacht gefallen. Nö, keiner ist doch in Ohnmacht gefallen, um Gottes Willen. Ist wieder in Ordnung bei ihr? Ja, hier ist sie. Ich verbinde sie jetzt mit ihr. Danke. Warten Sie. Danke. Babuschka. Hallo? Hallo. Hallo, Herr Schukow. Oh, es tut so gut, Ihre Stimme zu hören. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ah, mir geht's wieder gut. Ja, ist alles in Ordnung? Danke, danke. Alles in Ordnung. Es ist leider so. Ja, können wir schon Glückwunsch noch sagen? Noch ein paar Wochen, dann wird das alles in Ordnung sein. Ja, und dann kommt kleine Dimitri. Dimitri? Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es auch ein Mädchen. Haben Sie schon... Das wissen wir ja nicht. Das wissen wir jetzt noch nicht. Ja, haben Sie schon einen Namen überlegen? Nee, noch nicht. Haben Sie vielleicht Vorschläge? Ja, das weiß ich ja nicht. Was mögen Sie denn? Was mögen Sie denn? Kultureller Namen, Name von Firmen, Name von Politik? Ja, Dimitri, ist das ein russischer Name, oder? Ja, richtig. Ja, was schlagen Sie mir da vor? Vielleicht haben Sie dann auch... Ich nehme Ratschläge gerne an. Also wenn Sie möchten, einmal bei Russland kommen, nennen Sie Kind Wladimir wie unser Präsident, dann haben Sie gute Chancen bei Checkpoint. Putin, ja. Na, nicht Putin, Wladimir mit Vornamen. Aber Sie können natürlich auch Putin als Nachnamen nehmen. Aber dann werden Sie von Amerikanski verfolgt. Nee. Ah, das wissen wir jetzt noch nicht, was es wird. Und als Mädchen wahrscheinlich Mascha oder sowas. Mascha, das ist aber auch russische Ursprung. Genau. Wie kommen Sie auf Mascha? Ja, ich komme aus Bosnien. Ist Ihnen bekannt, Bosnien? Sicher? Ja, sicherlich. Da haben wir schon dreimal überfallen. Oh mein Gott, was haben Sie getan? Ich gar nichts, aber russische Armee. Aha. Naja, das war mal. Ja, ist länger her. Okay. Und habt ihr aufgegeben? Herr Schukow, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt mit dem Strom, Herr Schukow? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn, wenn morgen eine russische Armee kommt? Werdet ihr diesmal mehr Mut haben und kämpfen? Wir? Ja. Natürlich. Wir haben immer Mut gehabt und werden auch immer haben. Wir haben euch doch voll kaputt machen. Sie? Ja, und weil oder jetzt, ihr? Wir haben den Krieg gewonnen. Jetzt muss ich Strom umsonst kriegen. Nö, Sie können da nur das Gas umsonst bekommen. Das kommt ja auch da aus der Gegend. Ja, okay, dann werden wir Gasfeldbesetzung machen. Sollen wir Kalaschnikow bringen oder Herr reicht Makarov? Schukow, wir sprechen jetzt über Gas und Strom und nicht über Kriege. Aber warum? Das lässt man. Naja, Sie sind ja jetzt in Deutschland, Sie sind ja nicht in Russland. Woher wissen Sie? Hä? Woher wissen Sie? Ja, ich habe Sie doch auf die Festnetznummer versucht zu erreichen. Na, das ist Leitung von KGB. Ich bin bei Indien. Okay. Möchten Sie mit meinem indischen Agent sprechen? Warte mal. Nein, ich möchte nicht mit dem indischen Agent sprechen. Ja, hallo, wer ist da? Hier ist Schulinder von indischen Mafia. Von der indischen Mafia? Ja, möchten Sie... Dann können Sie uns... Ja, was können wir dann machen? Ja. Ja, Sie können jetzt mir die Zählernummer durchgeben, damit ich Ihnen die Unterlagen für Strom schicke. Also Sie möchten mit Dimitri... Die Mafia braucht ja auch Strom. Ja, weil wir haben ja elektrische Stuhl und Gaskammern und all solche Sachen. Und wenn wir jetzt bei Sie Strom kaufen, möchten Sie dann 3 Kamele kaufen? Nein. Was können Sie das bitte... Das brauche ich nicht. Warum müssen Sie essen, wenn Sie mit Kunden reden? Das ist sehr respektlos. Ich esse nicht. Nein. Sie müssen auch Respekt haben, ich bin ja auch schwanger. Ja, können Sie dann bitte die Tastatur aus dem Mund nehmen? Die Tastatur ist nicht im Mund. Ja, was haben Sie beim Mund oder ist das FSK 18? Ich habe meine Zunge im Mund. Oh, darf ich meine da auch dazu machen? Nein, müssen Sie nicht. No, kannst du mir ein Foto von dir schicken?
Nein. Aber warum denn? Ich kann Ihnen nur Strom schicken, sonst nichts. Oh, weißt du, ich werde dir 3 Ziegen geben. Ist das in Ordnung? 3 Ziegen? Ja. Okay, können Sie machen. Okay, geben Sie mir jetzt die Zählernummer, damit ich das hier meine Arbeit zu Ende bringen kann. Die Ziegennummer? Die Stromnummer. Von den Ziegen. Zählernummer. Und die Ziegen haben keinen Stromanschluss. Die Ziegen haben keinen Strom. Nee, die müssen, okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Mit den Ziegen, mit den Kamelen und allen weiteren. Ja, wir werden sehr viel Spaß haben. Willst du bei Gangbang mitmachen? Okay. Hallo? Nein. Nein, aber warum? Nein. Soll ich mir die Videos schicken bei Facebook? Okay. Ich mache jetzt Schluss hier. Schönen Tag. Aber du kannst nicht mit mir Schluss machen. Wir sind erst seit 2 Minuten ein Paar. Hallo? Du kannst doch nicht eine Beziehung kaputt machen. Weil du hast den Hörer nicht richtig auflegen. Oder bist du schon wieder bei Ohnmacht gefallen? Hallo? Hallo? Du musst du die Hörer richtig auflegen, blöd. Hat man euch bei Schulung nicht gezeigt, wie kannst du Headset ausmachen? Kalinka, Kalinka, komm, musst du dich nicht auflegen, hallo. Hallo, wer ist da? Ich kann dich hören, atmen. Möchtest du auch meine Zunge haben, blöd? Komm schon. Hallo. Hallo, wer ist da? No!